Okay, herzlich willkommen zum heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster-Hangouts, wo Webmaster, SEO, Publisher zusammenkommen können und ihre Fragen oder Kommentare bezüglich der Suche bringen können. Es sind, wie eigentlich fast immer, einige Fragen eingereicht worden auf YouTube, aber falls einer von euch loslegen möchte mit einer ersten Frage, seid ihr gerne dazu eingeladen. Ja, dann hätte ich direkt schon eine Frage. Super. Ich hatte das letzte Mal das schon angesprochen wegen Sitemaps, dass die bei uns nicht richtig gecrawlt werden. Also die Index-Sitemaps. Und das wolltest du ja, glaube ich, weitergeben, hast du gemeint? Ja. Genau, das gehe ich mal von aus, hast du auch getan. Ja. Ja, okay. Aber, ja. Ich habe einfach noch nichts da zurückgehört. In vielen Fällen sind das einfach so Meldungen, die wir weitergeben an das Team und die müssen das dann selber irgendwie priorisieren. Aber ja, mal schauen. Okay. Nee, weil es hat sich bisher noch nichts getan. Und da wollte ich einfach fragen, ist allgemein irgendwie ein bisschen, weil bei uns ist auch irgendwie der Durchlauf, das Crawlen der Seiten ein bisschen langsam, möchte ich mal behaupten. Ich sag mal vor Corona, das kann jetzt nur gefühlt natürlich sein, aber vielleicht einfach, dass jetzt mehr Unternehmen sich dachten, okay, gut, wenn wir schon so nichts machen können, dass man halt mehr jetzt auf Web sich konzentriert. Was vielleicht irgendwie eine Rolle spielt oder so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ja. Also mir wäre eigentlich nicht bewusst, dass wir jetzt mehr crawlen müssen als auch schon, beziehungsweise dass sich das irgendwie negativ auf andere Websites auswirken würde, weil die Infrastruktur ist ja eigentlich da. Und auch wenn sich das ein bisschen mehr verteilt, dann sollte das eigentlich nicht groß spürbare Veränderungen im Crawling geben. Eine Sache fällt mir aber gerade ein, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil irgendwie versuchen wir halt eine Lösung zu finden. Wir haben jetzt aber auch im Zuge letztens, also vor über einem Monat, die Domain gewechselt. Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass das heißt, also weil wir die Domain gewechselt haben, dass deswegen der Crawling-Prozess halt ein bisschen langsamer ist, weil die Domain noch nicht bekannt ist? Das kann gut sein. Ja, was Okay. unsere Systeme machen, wenn wir feststellen können, dass die Infrastruktur sich verändert hat, das betrifft ja auch ein bisschen Domain-Namenwechsel, aber auch zum Beispiel, wenn man auf ein CDN wechselt oder wenn man allgemein das Hosting woanders hin verlagert, dann sind unsere Crawling-Systeme meistens ein bisschen zurückhaltender und crawlen erstmal ein bisschen langsamer, bis sie merken, dass sie wieder mit der vollen Geschwindigkeit crawlen können. Einfach um sicherzustellen, dass durch das Crawling nicht noch irgendwelche anderen Probleme verursacht werden. Und in den meisten Fällen ist das etwas, was sich, sag ich mal, im Laufe von einigen Wochen wieder einpendelt. Also wenn das jetzt vor einem Monat oder so war, dann kann das gut sein, dass das noch einigermaßen da in diesem Rahmen liegt. Okay, perfekt. Dann danke ich schon für die schnelle Antwort. Super. Okay, vielleicht noch irgendwelche weiteren Fragen, bevor wir loslegen mit dem, was eingereicht wurde? Nichts? Okay, vielleicht kommt ja zwischendurch noch. Ja, hier. Hallo. Hallo, John. Hallo, Michael. Hört ihr mich? Ja, war ein bisschen zerbrochen zwischendurch, aber probier mal. Hört man mich jetzt? Ja. Jetzt wieder nicht mehr. Okay, also ich glaube, ich muss das Video wegschalten oder so, weil die Verbindung unterbricht immer wieder. Aber ich stelle meine Frage, falls ihr die hören könnt, bitte beantworten. Und zwar Okay. gibt es so etwas wie eine Master Search Konsole von Google, wo man reingehen kann, dass man reinkommt und mal wirklich alle Funktionen sieht. Bei Google Analytics gibt es sowas. Nein, im Moment zumindest nicht. Wir haben das mal ein bisschen untersucht, zum Schauen, ob man da so etwas zusammenstellen könnte. Vielleicht auch mit dem gleichen Setup wie bei Analytics. Ich glaube, das ist der Google Merchandise Shop. Genau. Wir haben aber gesehen, dass es nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben.
Insbesondere, wenn man die verschiedenen Funktionen verwenden möchte, sind ja viele dieser Funktionen hängen davon ab, welche Funktionalität auf der Website vorhanden ist. Das heißt, die verschiedenen Rich Results Typen, AMP-Seiten oder nicht, das hängt ja alles sehr davon ab, was auf diesen Seiten effektiv veröffentlicht wird. Und da ist es schwierig, etwas zu finden, was einigermaßen natürlich ist, wo wirklich all diese verschiedenen Varianten vorhanden sind. Und wenn man das ganz künstlich erstellen würde, solche Daten, dann wäre das einfach vom Aufwand her ein bisschen zu groß. Okay. Aber ich weiß, das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, wo wir auch intern versuchen, da Möglichkeiten zu finden. Gerade wenn man ja ganz neu anfängt, dann hat man erstmal keine Daten in Search Console, geht es ein paar Tage, bis man das hat. Und wäre ja praktisch, wenn man einfach ein bisschen rumklicken könnte und sehen könnte, wie wäre das, wenn meine Website jetzt schon mal ein bisschen etablierter wäre, was für Daten könnte man da sehen? Okay. Dann die nächste Geschichte, die ich noch fragen wollte, ist, bei den Webmaster-Tools sehen wir in den alten Entitäten immer wieder, also bei HTTP oder nicht www oder was auch immer, dass da noch einiges immer wieder los ist, obwohl seit, sage ich mal, 2 Jahren die Redirects sauber gesetzt sind. Gibt es hier eine Empfehlung von dir, wie man das verstärken könnte, dass hier mal der Stall sauber wird, sage ich mal so? Das kann es geben, aber normalerweise betrifft das eher einfach kleine Bereiche innerhalb einer Website. Und es ist nicht so, dass man das manuell forcieren müsste. Man kann zum Beispiel auch nicht mit dem Entfernungstool da arbeiten, weil das werden ja dann alle Varianten rausgenommen. Und von dem her behält man einfach die Redirects im Platz und macht da eigentlich so weiter wie vorher. Okay, also in dem Fall heißt deine Empfehlung abwarten und so eine XML-Sitemap hochzuladen, wo die alten HTTPs drinnen wären und damit Google anzuregen, die zu lesen. Ich glaube, das nicht. Ich denke gerade, wenn das schon, also wenn man jetzt ganz frisch eine Weiterleitung einrichtet, dann macht das sicher Sinn. Aber wenn das jetzt schon einige Monate zurückliegt, dann würde ich das nicht mehr machen. Und wenn das ein paar Jahre zurückliegt, dann erst recht nicht. Okay. Und jetzt meine dritte und letzte Frage, danke an alle, die mich da noch lassen, ist eine alte Geschichte, die wir ja immer wieder aufwärmen, das Hotel Stadt München, sage ich mal, in Leipzig, ja, dass ihr da ein bisschen Ranking-Probleme hat. Gibt es hier irgendwas Neues, eine Veränderung, irgendeine Verbesserung, die du uns empfehlen würdest, die man hier angehen sollte, sage ich jetzt mal, wie maschinenlesbare Daten etc.? An und für sich sind da die üblichen Empfehlungen, die man machen könnte. Also, dass man zum Beispiel eine Google My Business-Seite hat, dass man die Adressen mit strukturierten Daten angibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich immer wieder ein Problem sein wird, weil wenn wir den Namen anschauen, könnte man meinen, das ist Stadt München. Wenn wir den Standort anschauen, dann ist klar, das ist an einer bestimmten Stelle. Was wahrscheinlich nicht verschwinden wird, wär so Rankings wie Hotel München. Ist ja, glaube ich, bei dir in der Frage auch dabei gewesen. Ja. Was wahrscheinlich besser funktionieren sollte im Laufe der Zeit, ist, wenn man jetzt Hotel Leipzig zum Beispiel sucht, dass das trotzdem kommt. Weil da können wir ja dann erkennen, Leipzig ist der Ort, wo dieses Hotel im Moment ist. Und es ist ein Hotel, also würde das dazu passen. Aber es ist nicht so, dass bei Hotel München, dass das dann verschwinden würde, weil das ist ja schon fast eine Suche nach dem Namen. Und dann macht es ja trotzdem Sinn, das irgendwie zu zeigen. Okay. Ist das etwas, was öfters vorkommt, dass das so Hotels nach anderen Orten genannt werden? Oder? Ja, leider Gottes. Bei uns, wir in Österreich haben ja wahnsinnig viel Tourismus und da heißen dann oft halt das Hotel Tirol. Das gibt es in, glaube ich, in jedem Ort in Österreich und so weiter. Also da gibt es viele solche, und ich sage auch mal nicht nur österreichische Namen, dann auch, weiß ich nicht, Hotel Südtirol und so. Also das ist wirklich, das halt
gewachsen so, dass die das halt früher genannt haben. Das kommt ja noch aus Zeiten, wo es noch kein Online-Marketing und kein Google gab. Ja, okay. Aber das sind ja dann eher regional. Ja, okay. Ja. Okay. Also, ich schaue das mal mit dem Team an. Also, okay. Es ist ein anderes Modell, um das hier geht. Also, okay. Ja. Okay. Ja. Wenn du mir die genauen Beispiele mal zuschicken könntest, dann kann ich das direkt auch mit dem Team mal anschauen. Okay. Ja, gucke ich das mache ich gern, ja. Super. Dankeschön. Okay. Gut. Irgendwelche weiteren Fragen, bevor wir loslegen? Sonst lese ich mal der Reihe nach. Ich glaube, die ersten waren eh von dir, Michael. Die haben wir jetzt gemacht. Ich habe gestern eine Seite im Google Mobile Friendly Test getestet und sie wird als nicht für Mobilgeräte optimiert deklariert. Wenn ich mir die Details anschaue, dann wird mir angezeigt, dass Stylesheets, JavaScript-Dateien und ein paar Bilder nicht geladen werden konnten. Die Dateien sind nicht blockiert und wenn ich die Seite am Smartphone betrachte, funktioniert auch alles. Hat dies von eurer Seite aus Auswirkungen auf die Seite oder ist das nur ein Fehler im Mobile-Friendly-Test und wie kann ich solche Fehler beheben? Was steht da noch? Im Support-Forum wurde ähnliche Frage mit, der Test hat Probleme und ist nicht einfach so beantwortet. Ja, ich denke, das ist immer, gerade mit dem Mobile-Friendly-Test ist das immer ein bisschen schwierige Situation. Ich weiß, da sind unsere Teams auch dran, das ein bisschen zu verbessern. Normalerweise ist es so mit dem Live-Test, dass es da schon eher dem entspricht, was wir sehen, wenn wir die Seite versuchen zu rendern. Schwieriger ist es mit dem Mobile-Friendly Informationen in Search Console, wo die einzelnen Seiten dargestellt werden. Da kann es durchaus sein, dass wir zum Beispiel temporär einige Elemente nicht laden konnten und dann zeigen wir die Seiten in Search Console. Und wenn man sie dann einzeln testet mit dem Testing-Tool, dann sind sie okay. Und in solchen Fällen, wenn das mit dem Testing-Tool okay ist, muss man sich da eigentlich nicht groß sorgen. Ich glaube, in diesem Fall ist es so, dass auch im Testing-Tool sie nicht ganz okay sind. Und normalerweise hängt das gerade jetzt eben in solchen Fällen damit zusammen, dass wir die Seiten einfach nicht rechtzeitig rendern können. Dass aus irgendeinem Grund, dass da vielleicht zu viele Ressourcen verwendet werden, die da eingebunden werden in diesen einzelnen Seiten, die alle geladen werden müssen, dass unter Umständen einige Ressourcen auf einem Server geladen sind, wo wir nicht so schnell crawlen können. Das heißt, wenn man die Seite dann testet, im Live-Test, dann wird da einfach alles nicht in der richtigen Zeit machbar sein von unserem Testsystem her und deswegen melden wir das dann als unter Umständen nicht mobile-friendly. In vielen Fällen ist es so, dass wir für unsere internen Bewertung für das Ranking ist es ja so, dass wir da mehr Zeit haben. Wir können die Seiten ein bisschen in Ruhe rendern lassen. Wir können die gecachten Ressourcen verwenden, statt alles live abzurufen. Und da pendelt sich das dann schon wieder ein, dass wir die Seite normal auch für die Indexierung und für das Ranking als mobile-friendly sehen würden. Was ich einfach machen würde, wenn das im Test regelmäßig nicht klappt, würde ich versuchen, mit zum Beispiel webpagetest.org die Seiten auch zu laden und zu sehen, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo man eine Optimierung machen kann. Bezüglich gerade die Anzahl Ressourcen, die gebraucht werden zum Laden, bezüglich der Ladezeit von den einzelnen Ressourcen. Vielleicht ist es zum Beispiel möglich, die Bilder auf ein CDN zu nehmen, damit sie viel schneller geladen werden können. All solche Optimierungen kann man da machen und die sieht man relativ gut in diesem Wasserfalldiagramm in webpagetest.org. Ich weiß, die Seite ist jetzt da angegeben. Ich habe sie noch nicht direkt dort getestet. Ich hoffe, da sieht man wirklich was in webpagetest.org. Aber normalerweise in solchen Situationen sieht man da schon, dass da vielleicht hunderte von Ressourcen geladen werden und dass vielleicht einzelne Sachen ein bisschen länger brauchen zum Laden.
Wir haben unsere Webseiten komplett in AMP programmiert. Bei Live-Tests in Search Console erscheint die Nachricht der JavaScript-Konsole bei allen Seiten folgende Fehler. Service Worker Registration failed. In Lighthouse bestehen alle Seiten alle PWA-Checks und auch bei Tests mit dem Chrome DevTool oder Live-Tests im Internet arbeiten die Service Worker scheinbar korrekt. Was hat dieser Fehler zu bedeuten? Es ist so, dass für das Rendering verwenden wir keine Service Worker. Das heißt, soweit ich weiß, ist die Funktion einfach quasi wie ausgeklammert beim Rendern. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass wir die Seiten versuchen so zu laden, wie sie komplett neu wären. Das heißt, wie wenn wir sie zum ersten Mal sehen würden, ohne irgendwelche Session-Cookies oder Site-Cookies da zu verwenden. Und dementsprechend macht es auch wenig Sinn, dass man Service-Worker beibehält, der quasi im Hintergrund immer läuft. Deswegen verwenden wir da gar keine Service-Worker. Worauf man da einfach achten müsste bei Websites, ist, dass man nicht vom Service-Worker abhängig ist. Das heißt, dass die Seiten trotzdem funktionieren würden, wenn der Service-Worker nicht verwendet wird. In der Regel ist das kein Problem. In der Regel ist es so, dass der Service-Worker eher dazu dient, quasi für den nächsten Aufruf alles vorzubereiten. Das heißt, dass Sachen gecached werden, vielleicht für Offline-Zugriff noch bereitgestellt werden. Aber es ist nicht so, dass eine Website den Service Worker braucht, um die ursprünglichen Inhalte darzustellen. Und wenn das so ist, dann ist es eigentlich total okay. Dann kann man diesen Fehler in Search Console an und für sich ignorieren. Wenn hingegen man die Inhalte gar nicht sehen kann, wenn man den Service Worker nicht verwendet, dann wäre das etwas, was man verändern müsste. Man kann das einigermaßen testen mit dem Inspect URL Tool. In Search Console kann man ja einzelne URLs eingeben oben und die dann testen lassen und rendern lassen. Und das sieht man dann sehr schnell. Sind die vollen Inhalte da oder sind sie nicht da? Wenn sie nicht da sind, kann man dann auch bei der Fehlerkonsole dort nachschauen, was klemmt oder wo könnte man vielleicht etwas optimieren, damit der Service Worker eher als quasi optional betrachtet wird, statt dass es notwendig ist für das Laden dieser einzelnen Seiten. Weil im Grunde genommen, Service Workers finde ich eine tolle Technologie. Da kann man sehr viel machen für Benutzer, gerade bezüglich Offline-Zugriff. Und in den meisten Fällen funktioniert das problemlos auch für die Suche. Wir haben ca. 6000 Produktseiten, die ausschließlich in AMP programmiert und als Produkt Structured Data ausgezeichnet sind. Diese sind seit 2 Jahren alle komplett und konstant indexiert. Trotzdem nehmen in den letzten Monaten die gültig angezeigten AMP-Seiten auf zuletzt 1600 und die gültig angezeigten Produkte auf zuletzt 1100 ab. Es werden keine Fehler ausgewiesen. Was könnte der Grund sein? Das hängt davon, dass in Search Console bei den ganzen Aggregatsberichten ist es so, dass wir ein Teil der Website betrachten. Das heißt, wir nehmen ein Sample von den relevanten Seiten dieser Website und testen die dann bezüglich diesen Fehlern und Elementen, ob es da vielleicht Optimierungsmöglichkeiten gibt, ob es Warnungen oder Fehler noch dazu gibt und zeigen das dann an dort in Search Console. Das heißt, wenn man zu diesen Berichten hineingeht und 1000 Seiten zum Beispiel sieht und die werden alle als gültig anerkannt, dann kann man davon ausgehen, dass eigentlich die gesamte Website als gültig gesehen wird. Und um die Gesamtzahl der indexierten Seiten zu sehen, würde ich dann eher mit dem Index Coverage Report arbeiten, statt mit den einzelnen Aggregatsberichten für diese einzelnen quasi Teilbereiche der Website. Und von dem her, wenn das sauber dort dargestellt wird, wenn es keine Fehler gibt oder verhältnismäßig wenig Fehler gibt, dann würde ich davon ausgehen, dass der Rest der Website ähnlich betrachtet wird. Eine Frage zur Hreflang-Steuerung bei Onlineshop. Es gibt 8 Hreflang-Varianten plus ein X-Default, die englische Seite. Auf die X-Default-Seite sind aber nicht alle Produkte oder Kategorien vorhanden. Manche Produkte gibt es nur für Deutschland.
wäre es dann in Ordnung, bei solchen Seiten X-Default Hreflang wegzulassen? Was wäre Best Case in diesem Fall? An und für sich kann man das machen, wie man will. Mit dem Hreflang kann man ja einzelne Seiten verknüpfen. Und das ist dann auf Seitenebene gemacht. Das heißt, man muss nicht die ganze Website so verknüpfen. Und das ist durchaus legitim, dass man sagt, einzelne Seiten haben jetzt, sag ich mal, 5 Varianten, andere Seiten haben 8 Varianten. Das kann man machen, wie man will. Und mit dem X-Default kann man ebenfalls angeben, was man da als Default-Version haben möchte. Es kann zum Beispiel auch sein, dass es einzelne Produkte in Deutschland gibt und in anderen Ländern gibt es sie vielleicht nicht. Das heißt, dass man vielleicht auf eine 404-Seite verweist. Wobei das macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber zumindest auf eine Seite verweist, wo dann steht, dieses Produkt ist nicht verfügbar. Oder dass man sagt, man hat nur die deutsche Variante quasi indexiert auf der Website. Es kann auch sein, dass man Informationsseiten hat, die leicht unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn ich Informationen über den Standort in Deutschland und den Standort vielleicht in Österreich habe, dann sind ja da unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Öffnungszeiten, unterschiedliche Informationen dabei. Und das sind alles Varianten, die kann man mit dem Hreflang machen, dass man da ein bisschen wirklich auf Seitenebene arbeitet und sich überlegt, welche Seiten sind äquivalent, die aber in anderen Ländern so unterschiedlich dargestellt werden sollten. Das andere, worauf man da immer ein bisschen achten muss, ist, dass Hreflang ist nicht ein absolutes Mittel. Es ist nicht eine Garantie, dass immer diese Variante in diesen Ländern oder diesen Sprachvarianten gezeigt wird. Das heißt, es lohnt sich eigentlich fast immer, dass man noch ein Backup hat auf der eigenen Website, dass man da zum Beispiel testen kann, ist der Benutzer wahrscheinlich auf der richtigen Version oder wahrscheinlich auf der falschen Version. Und wenn der Benutzer auf der falschen Version ist, dann kann man zum Beispiel irgendein Banner zeigen und sagen, die Version für Österreich ist hier. Vielleicht wäre das jetzt relevanter für euch. Aber das sind so die Sachen, wo man ein bisschen achten kann. Und an und für sich, gerade mit dem Hreflang, kann man da das wirklich auch auf Seitenebene einfach mal ausprobieren und testen, was funktioniert, wo macht Sinn, wo ist es vielleicht auch weniger kritisch. Weil in vielen Fällen ist es ja so, dass wenn jemand allgemein sucht, dann wird zum Beispiel auch allgemein in der Sprache schon gesucht, dann finden wir ja eh die richtige Seite. Das heißt, es ist nicht immer hundertprozentig notwendig, dass man die Produkteseiten alle mit Hreflang verknüpft und die Startseiten auch, sondern vielleicht macht es Sinn, dass man einfach nur die Startseiten erstmal verknüpft und dann in einem zweiten Schritt überlegt, wie kann man diese Produktseiten auch verknüpfen. Letztes Jahr im Oktober hast du in einer Sprechstunde gesagt, dass Google versucht, White-Label-Seiten zu erkennen und sie in Zukunft unabhängig von der übergeordneten Domain zu bewerten. Seitdem ist in den Ergebnissen nichts passiert. 7 der Ergebnisse für Zalando-Gutscheine sind White-Label-Sites. Neue sind mega erfolgreich. Hat sich Googles Einschätzung dieser Strategie verändert? Wir versuchen einzuschätzen, wie riskant diese Strategie ist, bei der Höhe der Kosten, etwa bei der Übernahme einer bereits gut funktionierenden Subdomain, und wären für deine Antwort sehr dankbar. Also ich würde mal sagen, es hat sich nichts getan, weil da haben wir schon einige Sachen gemacht, um das ein bisschen besser einzuschätzen. Ich denke, es gibt da immer zwei Varianten, gerade bei solchen Situationen. Einerseits macht es natürlich Sinn, diese Websites möglichst unabhängig anzuschauen. Andererseits sind das auch normale Websites, die normal gut in den Suchergebnissen dargestellt werden können. Also es ist nicht so, dass wenn wir zum Beispiel erkennen können, dass das jetzt ein Unterteil einer bestehenden Website ist, dass wir sagen würden, wir zeigen die gar nie in den Suchergebnissen an. Ja, und von dem her ist schwierig zu sagen, was ich da jetzt empfehlen würde. Ich denke, das muss man selber ein bisschen einschätzen, wie weit macht es Sinn, dass man mit anderen Websites zusammenarbeitet und wie weit macht es Sinn, dass man vielleicht etwas Eigenes aufbaut, das man dann längerfristig beibehalten kann.
Und welches dieser beiden Strategien quasi kurzfristig und längerfristig erfolgreicher sein wird, das kann ich nicht wirklich hundertprozentig einschätzen. Aber auf jeden Fall ist das immer ein Thema, das ab und zu aufkommt auf unserer Seite und wo unsere Ranking-Teams auch regelmäßig dran arbeiten, damit das sauberer läuft. Werden ein PDF und eine HTML-Seite mit identischem Inhalt als Duplicate-Content betrachtet? Das ist immer eine interessante Frage. Also in erster Linie ist es nicht Duplicate-Content, weil die Inhalte sind ja anders. Eine ist eine PDF, das andere ist HTML. Das ist an und für sich von der Struktur her, von den Bytes in diesen Dateien, ist es schon mal anders. Also ist es nicht so, dass wir das als rein Duplicate Content betrachten würden. Wir würden da wahrscheinlich beide Varianten indexieren. Die Frage ist dann, was ist mit dem Inhalt? Wie steht es, wenn da jetzt Texte drin sind, die eigentlich gleich sind auf der HTML-Version wie auf der PDF-Version? Und aus unserer Sicht würden wir das dann quasi textmäßig anschauen. Das heißt, eben indexiert werden beide Varianten. Wenn jemand nach einem Textstück sucht, das in beides dieser Dateien etwa gleich ist, dann versuchen wir, eines dieser Dateien auszuwählen und zeigen die dann in den Suchergebnissen an. Normalerweise kann man sich das so vorstellen, dass wir versuchen, den Snippet unterschiedlich zu haben für die einzelnen Seiten, die in den Suchergebnissen erscheinen. Das heißt, wenn im Snippet das Gleiche stehen würde, wenn jemand nach etwas sucht, dann macht es ja wenig Sinn, dass man beides dieser Seiten zeigt, weil die Vorschau ist ja schon mal gleich für den Benutzer, lässt sich schlecht erkennen, welches dieser Varianten ein besseres Ergebnis wäre. Deswegen wählen wir dann einen von diesen beiden aus. Meistens ist es so, dass wenn man zum Ende der Suchergebnissen geht, gibt es da einen Link, dass man quasi auch die ausgeblendeten Varianten anzeigen kann. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und da sieht man dann auch die, sage ich mal, als Duplikat anerkannten Seiten dort auch. Das andere, was auch oft in diesem Thema aufkommt, ist quasi, ist Duplicate Content allgemein etwas, was man vermeiden muss? Ist das ein Problem? Wird unsere Website vielleicht abgestraft, weil wenn Duplicate Content da ist, ist das vielleicht ein Zeichen, dass die Website nicht so gut ist? Und aus unserer Sicht ist das ein rein technisches Problem. Das ist nicht etwas, wo wir sagen würden, eine Website würde weniger gut ranken in den Suchergebnissen, wenn Duplicate Content vorhanden ist, sondern es ist rein ein technisches Problem auf unserer Seite. Einerseits die Seiten, die wirklich 1:1 doppelt sind, die müssen wir natürlich nicht beide indexieren. Andererseits die Inhaltsstücke, die doppelt sind, da müssen wir halt vom Ranking her feststellen, welches dieser Seiten am relevantesten ist und die dann entsprechend zu zeigen in den Suchergebnissen. Aber in beiden dieser Fällen ist es nicht so, dass die Website dann als schlechter abgestuft wird. Problematisch ist es eigentlich nur dann, wenn eine Website komplett aus Duplicate Content besteht. Das heißt, wenn eine Website Inhalte aus dem Internet kopiert und die ganze Website ist eigentlich nur eine Kopie von einer anderen Website oder von verschiedenen anderen Websites, dann ist das eher eine Frage vom Spam, wo wir dann sagen würden, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, die Website überhaupt zu indexieren, weil wir finden da nichts, was eigenständig ist, nichts, was alleine dargestellt werden kann, nichts, was separat indexiert werden muss. Und das ist dann eher problematisch. Aber wenn eine normale Website einzelne Seiten hat, die verdoppelt sind, ist das überhaupt kein Problem. Das ist sehr normal. Das haben fast alle Websites so in einer Form oder der anderen. Informationen über Mobile Index als Hauptindex. Werden die anderen Indexen total verlassen? Ja, kann man so an und für sich sehen. Ist es so, wenn wir ein Domain auf Mobile First Indexing wechseln, dann nehmen wir nur die mobile Variante im Index auf. Das heißt, wir crawlen die Desktop-Variante noch ab und zu, sehr selten. Aber im Index ist effektiv nur die mobile Version. Das heißt, wenn irgendwelche Inhalte auf der Desktop-Version vorhanden wären, die nicht auf der mobilen Version vorhanden sind, dann würden wir die gar nicht sehen.
Das heißt, entsprechend auch, wenn man eine Website hat, die so unterschiedlich ist zwischen Mobile- und Desktop-Version, muss man sich einfach bewusst sein, dass das Wichtigste muss wirklich auf der mobilen Version sein. Im Moment ist es so, dass wir die Domains noch einzeln quasi überschalten auf Mobile First Indexing. Und geplant ist, im September dann wirklich alles auf Mobile First Indexing umzuschalten. Ich weiß nicht, wie weit wir das Datum September einhalten können. Jetzt ist ja alles irgendwie ein bisschen speziell. Aber wir sehen, dass immer wieder Websites noch sich quasi durcharbeiten durch diese Problematik und die Probleme auch beheben. Wir schicken auch über Search Console E-Mails an Websites mit ein bisschen mehr Informationen über solche Differenzen, die wir gesehen haben mit der Mobile- und Desktop-Version. Und ich denke, solange wir sehen, dass Webs jetzt noch an diesem Problem arbeiten, dann können wir wahrscheinlich mit diesem Datum weiterarbeiten. Wie sich die ganze Situation entwickeln wird bis dahin, wer weiß. Hoffentlich beruhigt sich das, aber ich denke, das ist noch lange Zeit, bis wir so weit sind. Wie relevant ist es bei einer Änderung der AMP-URL-Struktur, die Redirects von den alten AMP-URLs auf die neuen AMP-URLs zu setzen? An und für sich ist das immer wichtig für uns, dass wir die alten URLs auf die neuen quasi eine Weiterleitung finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei AMP vielleicht weniger kritisch ist, einfach weil die URLs nicht so lang quasi separat gezeigt werden in den Suchergebnissen. Das heißt, wenn Benutzer auf die alten AMP-URLs kommen, dann ist es wahrscheinlich nur eine relativ kurze Zeit, wo man da die Redirects auch haben muss. Aber im Grunde genommen ist es immer ein Best Practice, dass wenn man eine URL-Struktur-Veränderung macht, dass man da von den alten auf die neuen auch immer eine Weiterleitung macht. Bei AMP könnte ich mir vorstellen, dass diese Weiterleitung einfach weniger kritisch ist, als wenn man jetzt eine normale URL-Struktur-Veränderung macht innerhalb einer Website. Wir betreiben einen größeren Online-Shop und haben zwei Fragen. Wir möchten unserem Shop Kategorienseiten mit leicht unterschiedlichen Layouts Gear Device erstellen für Mobile und Desktop. Wenn nun infolge der Umstellung eine unterschiedliche Anzahl von internen Links auf die gemeinsamen URL darstellen, auf Mobile 30 ausgehende interne Links, auf Desktop 60, werden dann aufgrund vom Mobile First Ansatz die zusätzlichen Links auf der Desktop-Version bei den internen Link-Power-Verteilungen ignoriert. Wenn diese Links nicht mehr auf der mobilen Variante sind oder nie waren auf der mobilen Variante, dann nehmen wir die entsprechend auch nicht. Normalerweise bei Kategorienseiten ist das weniger ein Problem, weil wir können ja durch diese Seiten durchblättern und an und für sich dann halt statt alles auf der ersten Seite der Kategorienseite dann halt auf der ersten und zweiten Seite finden. Von dem her ist es jetzt nicht unbedingt etwas Kritisches, aber es ist effektiv so, dass wir wirklich nur die mobile Variante nehmen für den ganzen internen Linkverteilung, für den PageRank, für die Bilder, die da vorhanden sind, die Links, all das ist jeweils nur die mobile Variante, wenn wir umstellen auf Mobile First Indexing. Vielleicht ist noch zu erwähnen, bei Mobile First Indexing ist das eine Umstellung, die wir auf Domain-Ebene machen. Das heißt, wenn man eine Website hat, die unterschiedliche Subdomains hat, wo einzelne Teile vielleicht bereit sind und andere nicht, müssen wir da trotzdem eine Gesamtbeurteilung machen und sagen, für dieses Domain ist jetzt alles bereit oder ist es noch nicht bereit. Und wenn wir sehen, dass im großen Bild wirklich alles bereit ist für eine Umstellung auf diesem Domain und einzelne Unterbereiche noch nicht bereit sind, dann stellen wir halt trotzdem auf Mobile First um. Und dann muss man halt das mit den Unterbereichen selber ein bisschen erkennen und entsprechend beheben. Besteht hier auf Kategorienseiten eine Cloaking-Gefahr, wenn wir Google in einem server-seitig gerenderten Code mehr Produkte zeigen, als in den JavaScript-Code, den der User zu sehen bekommt? Der User wird die Produkte durch eine für Google nicht erreichbare Paginierung normal aufrufen können. Im Grunde genommen kann man so etwas schon machen.
aus unserer Sicht würden wir das wahrscheinlich so einstufen wie andere Sachen, die man mit JavaScript machen kann. Fällt der Name jetzt nicht ein. Aber an und für sich könnte man das schon machen. Ich denke, die größere Gefahr da ist einfach, dass man nicht erkennt, wenn irgendwelche Fehler auf der Website passieren, gerade bezüglich Googlebot. Das heißt, Fehler wird es ja immer geben, wenn man etwas programmiert. Und wenn Fehler auftreten, die nur für Googlebot sichtbar sind, dann braucht das meistens viel länger, bis ihr das auch merkt, dass da jetzt Probleme vorhanden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn man diese Art von Cloaking oder quasi Vorrendern macht für Google, muss man wirklich fest irgendwie einbauen, dass man eine Art Monitoring hat, dass man selber erkennen kann, klappt das alles noch oder gibt es da vielleicht irgendwelche Probleme. Aber ansonsten kann man das durchaus so machen. Ich weiß nicht, ob sich das effektiv lohnt, gerade wenn sich das auf diese 30 oder 60 Links bezieht, aber kann man an und für sich so machen. Ich hätte dazu gerade noch eine passende Frage. Okay. Also wenn ich die gerade reinwerfen kann, weil das wäre passend zum Thema, nämlich Folgendes geht mir dabei durch den Kopf. Wir haben ja auch eine JavaScript-Seite und die ganze Suche ist auf JavaScript. Und wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, okay, wenn der Googlebot kommt, wir spucken standardmäßig irgendwie, ich glaube, 10 Ergebnisse aus. Wenn der Googlebot kommt, würden wir dann, wenn wir dann sagen würden, okay, wir möchten 30, dass er mehr Content hat zum Crawlen, wäre das auch okay? Also wenn wir ihn quasi mehr an die Hand geben? Ich denke, das kann man schon machen. Ich weiß nicht, wie weit man da effektiv Vorteile davon hätte oder ob das soweit klappt. Ich suche gerade bei den JavaScript-Dokumentationen, die wir haben, wie das heißt, Dynamic Rendering nennen wir das. Ich würde da in der Entwickler-Dokumentation mal nachschauen und würde mal schauen, wie das da direkt implementiert ist. Martin macht auch regelmäßig so Live Office Hours, wo man sich anmelden kann und direkt bezüglich JavaScript auch mal fragen kann. Ich weiß nicht, ob das diese Woche stattfindet oder nächste Woche. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich am Ende stellen wollte, weil das habe ich jetzt auch gesehen, dass er jetzt wohl so spezifisch JavaScript SEO macht. Aber ich glaube, da komme ich am Ende nochmal dazu, da hätte ich dann nochmal eine Frage. Okay. Wo man sich da irgendwie anmeldet oder so. Aber gut, erstmal eine Sache nach der anderen. Ja, eben, wie gesagt, ich denke, man kann das schon machen, dass man da unterschiedliche Anzahl Produkte pro Seite darstellt. Manchmal macht man das ja auch nach Gerätetyp oder vielleicht, ob ein Benutzer angemeldet ist oder nicht. Von dem her sehe ich das eher als unproblematisch. Ich weiß einfach nicht, wie weit man da wirklich einen Vorteil aus SEO-Sicht hätte, wenn man das macht. Aber das kann man ja auch ausprobieren, dass man sagt, für eine Kategorie-Seite probieren wir das mal so aus und für eine andere probieren wir das anders aus. Und dann kann man da ein bisschen testen und schauen, was besser funktioniert vom SEO her, was vielleicht auch von Usability her besser geht. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was für beide Varianten klappt. Okay, warum sieht man auf Google News nur die Hauptwebsites und nicht die kleineren, die auch gute Inhalte haben? Gibt es irgendwelche Infos über die letzte Version von Google News Publisher? Ich habe leider überhaupt keine große Einsicht in Google News, aber ich weiß, es ist so, dass wir da nicht nur die Hauptwebsites zeigen, sondern dass wirklich auch kleinere Websites da eine Chance haben, bei Google News gesehen zu werden. Aber was da die genauen Hintergründe sind oder wie das mit dem Google News Publisher Center klappt, weiß ich effektiv nicht. Da müsste man vielleicht im Google News, es gibt für Google News Publisher ein extra Hilfeforum, da würde ich vielleicht mal nachfragen. Auf unseren Seiten, wenn man genau nach dem Titel eines Artikels bei Google sucht, dann erscheint der Titel in den Suchergebnissen fälschlicherweise ohne Bindestrich. Ansonsten wird dieser bei allen anderen Suchanfragen korrekt dargestellt. Was könnte der Grund hierfür sein? Ich habe das mal angeschaut mit diesem Suchbegriff, den du da angegeben hast, und das sieht effektiv komisch aus. Ich weiß nicht genau, was man da machen könnte. Also, was ich gesehen habe, ist, der Bindestrich in den Dateien ist quasi ein Unicode-Bindestrich.
Ich denke, das macht es ein bisschen schwieriger für uns zu erkennen, aber ich war doch überrascht, dass da kein Leerschlag zumindest zwischen den Wörtern ist, sondern dass sie gerade direkt aneinander geschrieben sind und habe das mal an das Team hier weitergegeben. Aber wenn das effektiv nur die Variante betrifft, wenn jemand direkt nach diesem Titel sucht, dann ist das vielleicht weniger zeitkritisch. Aber vielleicht gibt es etwas, was wir da verbessern können auf unserer Seite. Wenn ich nach unserer Organisation in Google suche, eine große Grundlagenforschungsorganisation in Deutschland, findet und zeigt Google die Hauptseite der Website in den Suchergebnissen. Allerdings wird nicht die Beschreibung aus dieser Seite in den Suchergebnissen gezeigt, sondern die Beschreibung aus einer Forschungsmeldung aus dem Newsroom, die nichts mit allgemeinen Missionen der Organisation zu tun hat. Wie können wir dies korrigieren lassen? Momentan ist das die wichtigste Suchergebnisseite für uns und völlig verwirrend. Also vielleicht erst einmal so, wir passen die Titel und die Beschreibungen nicht manuell an. Das heißt, es ist nicht so, dass man jemand bei Google anrufen kann und sagen kann, ich möchte gerne die Beschreibung geändert haben, sondern wir machen das alles algorithmisch aufgrund einerseits von der Suchanfrage, die gestellt wird, andererseits über die Informationen auf den einzelnen Seiten. Und bezüglich den Seiten, gerade bei den Beschreibungen, ist es so, dass wir den Meta-Description verwenden, also Description-Meta-Tag und auch die Inhalte der Seite selber. Und es kann durchaus sein, dass wir sagen oder dass unsere Algorithmen das Gefühl haben, dass der Meta-Description ist vielleicht jetzt nicht wirklich passend hier. Wir nehmen eher Inhalte aus dem Hauptteil der Seite. Und wenn zum Beispiel Pressemeldungen auf dieser Seite sind, wenn Abschnitte von Pressemeldungen dabei sind und das als wichtigster Inhaltselement quasi angesehen wird von unseren Algorithmen, dann kann es durchaus sein, dass wir das als Description auch dazu nehmen. Wie man das ein bisschen vermeiden kann, ist einerseits einen guten Meta-Description zu nehmen, also etwas, was einigermaßen eigenständig ist, wo wir erkennen können, das passt wirklich zu dieser Seite. Etwas, wo wir auch erkennen können, das passt zur Suchanfrage. Wenn jemand zum Beispiel nach dem Namen sucht von einer Firma, dann macht es vielleicht Sinn, dass man das auch in dieser Beschreibung entsprechend erwähnt, damit jemand, wenn sie die Beschreibung anschauen, dass sie erkennen können, dass es geht um das, wonach ich gesucht habe. Andererseits, dass diese Informationen wirklich auch gut sichtbar auf der HTML-Seite selber sind. Das heißt, wenn wir die Seite aufrufen und im Browser darstellen, dass die Informationen auch irgendwie relativ weit oben auf der Seite sind, nicht, dass sie versteckt sind irgendwo, sondern dass sie wirklich gut sichtbar sind. Und wenn man diese beiden Sachen macht, dann ist es schon eher so, dass wir dann solche Sachen noch dazu nehmen für die Beschreibung. Es ist nie garantiert, weil die Beschreibung stellt sich ja eigentlich ein bisschen aus dem zusammen, was wir finden auf dieser Seite und wo wir denken, das könnte vielleicht relevant sein. Aber wenn beide diese Varianten gut zusammenkommen, dann sollten wir das in den meisten Fällen eigentlich schon auch hinkriegen. Und wenn das trotz allem nicht klappt, wenn da wirklich die Beschreibung, also Meta-Description gut ist und die Inhalte auf der Seite sind relevant und wir nehmen etwas, was total irrelevant ist, in die Beschreibung hinein, gerade für etwas wie eine Homepage, dann wäre ich sehr froh, wenn ihr mir die Information mal zuschicken könntet. Einerseits die Suchanfrage und andererseits vielleicht auch ein Screenshot, wie das aussieht bei euch. Weil unter Umständen sieht das ein bisschen anders bei uns aus, je nach Einstellungen und Ort, von wo aus man sucht. Aber das wäre da schon ein bisschen hilfreich, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen könnten. Und es ist nicht so, dass wir dann manuell diese Descriptions anpassen würden, sondern wir würden einfach versuchen, unsere Algorithmen zu verbessern, damit wir besser erkennen können, was ist jetzt wirklich relevant hier und wie können wir das darstellen in den Suchergebnissen. Und gerade mit Titel und Beschreibungen ist es manchmal auch so, dass unsere Algorithmen werden natürlich irgendwo entwickelt und die Entwickler sprechen vielleicht Englisch oder ich weiß nicht, wenn sie woanders sind, andere Sprachen, aber es ist nicht so, dass sie direkt alle Sprachvarianten anschauen. Wir haben zwar Tester, die die Suchergebnisse jeweils auch durchgehen und sagen, es ist okay oder es ist nicht okay in verschiedenen Sprachen, aber wenn das zum Beispiel eine Sprache ist, die nicht so häufig verwendet wird,
dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da manchmal ein bisschen suboptimale Ergebnisse bringen. Ich denke, auf Deutsch ist das weniger der Fall, aber gerade mal so, sag ich mal, weniger bekannte Sprachen könnte das schon eher passieren. Und auch in solchen Fällen ist es dann wichtig, dass wir dieses Feedback haben, damit wir das auch verbessern können in unserem System. Okay, ich glaube, da sind wir so ziemlich bei den Fragen durch. Mal kurz schauen, ob da noch etwas Neues dazugekommen ist. Ja, ich glaube, das war es ziemlich von den eingereichten Fragen. Was gibt es noch aus eurer Sicht? Ja, ich wollte noch mal eine Frage stellen. Okay. Genau, nämlich ist es so gewesen, ich gucke halt über den Community-Tab immer. Vielleicht, also du sagtest jetzt vorhin schon vor dem Gespräch, dass du das auch auf Twitter postest, aber wie sieht das denn aus? Also das SEO-Hangout, meine ich. Ja. Du sagtest jetzt gerade vor ein paar Minuten, man kann sich da ja anmelden für. Wo mache ich das denn? Also bei mir würde es betreffen, beziehungsweise okay. Unser Bereich. Ich schaue kurz nach, weil einige dieser Sachen machen wir quasi total offiziell und die sind dann in unseren Event-Calendar dabei. Andere sind Sachen, die quasi laufen eher so im Hintergrund ab, wo einzelne Mitarbeiter Sachen arbeiten. Muss man kurz schauen. Martin macht eben auf Twitch, macht er jeweils seine Sachen. Ich kann den Link mal kurz hier hinein kopieren. Gerade bezüglich JavaScript macht es wahrscheinlich Sinn, dass man Martin auch auf Twitter ein bisschen verfolgt. Mhm. Oder ja, das klingt irgendwie nicht so optimal, aber ja, halt da nachschaut. Und er macht eben auch auf Twitch regelmäßig oder ja, mehr oder weniger solche Hangouts, wo er zum Beispiel an der Dokumentation für das ganze JavaScript-Rendering arbeitet oder an Präsentationen darüber arbeitet. Und da kann man ihn dann auch direkt ein bisschen ausquetschen und fragen, wie das bei Einzelheiten ist oder wie er das machen würde in bestimmten Situationen. Also klar, auf Twitch kann ich ja dann per Chat teilnehmen, aber so wie jetzt hier quasi, dass man wirklich per Sprachchat beiwohnen kann, habe ich jetzt einmal gesehen, ist ja auch auf dem Channel hochgeladen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da mich quasi für anmelden oder anschließen kann. Ja, es kann sein, dass einfach im Moment jetzt nichts geplant ist. Okay. Weil gerade so die Sachen zu speziellen Themen sind, in vielen Fällen sind es einfach einmalige Sachen, die wir mal machen. Wir haben, glaube ich, über Google News mal etwas gemacht, über E-Commerce haben wir jetzt zwei gehabt und das sind einfach so Office-Hour-Sprechstunden, die wir einfach dann einmal machen und die nicht regelmäßig stattfinden. Ach so, okay, gut. Okay, ja. Also das ist jetzt nicht quasi wie das hier jetzt regelmäßig geplant, sondern das ist einfach nur jetzt mal spontan gewesen und ja. Genau. Ja. Okay. Also ich denke auch gerade bei JavaScript kannst du jederzeit Martin direkt auch anschreiben, der spricht auch Deutsch. Wir haben auch ein Forum, wo man sich anmelden kann. Hat mal raus. Wo gerade für JavaScript-Sites kann man sich da anmelden und auch mit anderen ein bisschen austauschen, die mit JavaScript-Sites gerade bezüglich der Suche arbeiten. Das ist quasi ein privates Forum, einfach damit man die Sachen ein bisschen besser besprechen kann, ohne dass es gerade indexiert wird in den Suchergebnissen. Aber da sind diverse Leute dabei, die mit JavaScript-Sites arbeiten. Cool. Noch irgendwelche weiteren Fragen? Alles soweit klar. Okay. Gut. Sonst machen wir doch hier eine Pause. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich denke, die nächsten Hangout machen wir wieder in 2 Wochen etwa. Ich stelle das wieder bei YouTube hinein.
Wenn ihr bis dahin Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne im Hilfeforum posten oder uns auf Twitter kontaktieren. Ja, und dann hoffentlich sehen wir uns ein von den nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ich glaube, wahrscheinlich für alle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.